Hold up. Ein Herzquack und willkommen, liebe Freunde, zur nächsten Runde Shakes and Fidget. Leider einen Tag später, warum das Ganze, das erfahren Sie sofort. Wir gehen einmal in die Gilde, was ihr bitte da? Los, los! Ach nee, nicht, ich wollte ganz. Warte. So, wir gehen hier mal Erfahrung abholen, Steinbruch. Die Holzverlöte hat den Ausbau abgeschlossen. Magierturm könnten wir ausbauen. Das tun wir oder können wir hier Rädersteine suchen? Dazu müssen wir so oder so angreifen. Das heißt, lass erstmal hier Ausbau machen. Und da muss ich keine nachbilden. Das passt. Wir schauen gerade mal in die Gilde. Raid, das Gobbo. Das Gobboterland. Raid ausrufen. Achso, nee, ich habe gedacht, es wäre schon gestartet. Nee. Alles gut? Angriff befehligen will ich nicht, ne? Gottes Willen. Aber falls irgendwo was ansteht, dann trage ich natürlich zu bei und versuche damit zu helfen. Was wir geschafft haben in der Zwischenzeit übers Wochenende, ist, man sieht es gar nicht mehr, aber ich habe den Spiegel komplett. Die Spiegelscherben habe ich alle. Das heißt, ich kann jetzt, während ich entweder Stadtwache oder Abenteuer mache, trotzdem noch in der Arena kämpfen, was super cool ist. Und warum das Ganze jetzt einen Tag später kommt, war, ich war übers Wochenende, seit Freitag, mit meiner Freundin bei meinen Eltern, die besuchen. Und da war halt auch Fastnachtumzug und da haben wir sonntags gesagt, ey, okay, da bleiben wir einfach noch einen Tag länger. Und deswegen, sorry für die Verspätung, aber war eher so spontan aus dem Bauch heraus. Deswegen das Ganze einen Tag später, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Video nach wie vor, ihr seht hier unten, durch Produktplatzierung unterstützt. Das heißt, ich kriege da so ein bisschen was für. Und da ich das Video mache, ändert an meiner Meinung rein gar nichts. Ja, wer hätte es gedacht? Die Handschuhe sind auf jeden Fall besser, da will ich noch ein paar Stones reinklotzen. Und die Sounds, die ihr eventuell auch gerade hört, das ist mein Headset, das macht gerade mal Mucken. Genauso auch die sind besser. Ja, wenn ich da einen Intelligenzstein reingepflückt bekomme. Waffe ist schon mal ganz nice. Und ja, war jetzt ein ganzes Wochenende weg. Hab jetzt gerade PC gestartet und Instant-Aufnahme angekloppt und macht das Video fertig, dass es heute Abend um 20 Uhr, beziehungsweise halt jetzt, ne, dass alles rausgeht, alles live geht und so weiter und so fort. Und bitte, wie gesagt, die Verspätung zu entschuldigen. Wir gehen ja immer in die Taverne. War Goldwochenende, das heißt, wir haben hier so ein bisschen Cash gemacht. Gehen aber nach wie vor natürlich immer noch auf Erfahrung. Unser Charakter ist mittlerweile auch Stufe 74. Ja, das heißt, der hat hier so ein bisschen was geschafft. Wir haben ein bisschen reingeklotzt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, was bei mir ein großes Problem ist, warum ich oftmals verliere, ist das Leben. Die anderen haben alle so viel Leben und ich halt nicht. Das heißt, die kritten mich irgendwie zweimal und ich bin weg. Ja, ich habe zwar jetzt auch meine Crit-Chance, wenn ich hier gerade mal auf meinen Charakter gehe, liegt bei 50%. Also Maximum. Ja. Das heißt, jeder zweite Hit sollte theoretisch kritten. In der Realität sieht es oftmals leider ein bisschen anders aus, aber wir gehen hier gerade nochmal in die Arena, greifen hier den nächsten an und der ist einfach mal 86, der Kollege. Ja, der ist einfach 8 Level über uns. Wenn der nicht krittet, haben wir den. Und da haben wir mal einen 160k Crit raus. Ja, wir machen einfach noch ein bisschen Arena. Arena? Nicht? Haben wir mal Pilz reden? Oh, der war... Ah, shit. Ich verstehe auch nicht so ganz, ne? Ich hab, lass gleich mal meine Werte schauen. Vergleichen, ne? Ich hab viel mehr Intelligenz, ich hab halt bedeutend weniger Ausdauer und das scheint echt einen ganz, ganz großen Unterschied zu machen. Ja, Glück ist hier mehr oder weniger ähnlich. Das heißt, die dürfte auch 50% Crit-Chance haben. Wobei ich noch einen Trank... Ne, der Trank zählt ja da schon dazu, ne? Das heißt, auch hier 50%, weil ist ja Maximum. Und Ausdauer der einzige Unterschied, aber keine Ahnung, ja, das ist so ein bisschen, ich will eigentlich gar nicht so groß auf Ausdauer gehen, der soll ja nichts aushalten, der Kollege, der soll ja einfach nur rinkloppen ohne Ende. Und was hat der mir gerade für eine Peste an den Hals gezaubert? Oh, was, minus 1000, ey, hätten wir angefangen, hätte der dran glauben müssen. Schade eigentlich. Was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist, wir wollen natürlich hier Dungeons machen, ne? Wir wollen hier Dungeons machen. Oh, ich kann auch Dungeons machen. Während ich am Abenteuer machen bin. Auch wegen der Spiegelscherbe. Finde ich nice. Oh, das hätte sogar fast geklappt. Ich versuche einfach noch einmal.
Wenn wir Glück haben, zweimal irgendwie kritten und der nicht direkt krittet. Wenn wir jetzt nochmal kritten, haben wir's. No! Freunde, das ist zu knapp. Och, alle guten Dinge sind drei. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht absolut... Boah, nee, keine Chance. Okay, der ist noch ein bisschen zu krass. Der ist noch ein bisschen zu krass. Wir schauen mal bei den anderen, wie es da ausschaut. Ja, der könnte was werden. Boah, ich will mal nicht zu viel sprechen. Boah, natürlich nicht. Den könnten wir aber schaffen. Den könnten wir schaffen. Boah, nicht, wenn wir da direkt so ein Low... Boah, zweimal nicht gekrittet. Dreimal nicht gekrittet. Wow, das ist natürlich... Okay, komm, ein Last Try, den skippen wir. Nee, das wird auch noch nichts. Und wie sieht's hier mit dem Sumpfkrieger aus? Boah, okay, da sieht's nicht gut aus. Hätte er nicht gekrittet und wir zweimal, dann geht es aber. Das ist immer, das ist noch zu unrealistisch. Ja, da müsste ich einfach Glück haben. Oder Pech. Und ich habe halt meist eher Pech. Alles Glück. Ich sage auch nochmal Danke an Manus und Tekke und so weiter und so fort. Meine Freundin durfte auch in die Gilde. Ja, das waren wir sehr froh drüber. Hat sie sich auch sehr gefreut. Und ich habe hier jetzt ein bisschen Gold, das ich pushen könnte. Ich will jetzt aber nicht anfangen und hier ordentlich mal ein bisschen in die Pötte hauen, was Ausdauer anbelangt. Weil wir haben hier Basis bei Glück 450, 610 bei Intelligenz und 255 gerade mal bei Ausdauer. Ja. Will jetzt nicht anfangen, groß in Ausdauer reinzukloppen, wenn es gar nicht so der Sinn ist und es einfach jetzt daran liegt, dass irgendwie meine Rüstung ein bisschen zu schlecht ist und da einfach dann bald wieder kommt mit mehr Rüstung, was auch immer, und dann mehr Aushalt. Aber da ist die Frage an euch, was glaubt ihr? Soll ich wirklich, ist es sinnvoll, dass ich hier ein bisschen in Ausdauer reinpushe? Weil ich habe ja schon den Trank des ewigen Lebens, ja, mit 25% extra Lebensenergie. Und nochmal den Trank des 6-Tage-Renners, ja, da ist auch nochmal Ausdauer 25%. Und trotzdem habe ich so wenig Leben, also weniger als die Hälfte als die meisten. Da wird es wohl an der Zeit sein, dass ich mal Ausdauer reinpushe. Aber wie gesagt, ich hau mein Geld nicht direkt raus, sondern ich warte einfach da auf euer Feedback. Und wir gucken hier mal, ob wir angreifen können. Nope. Definitiv nope. Der sieht nicht gut aus. Da, der sieht doch gut aus. Da, ein Soldat. Jawohl, da kloppen wir rein. Da kriegen wir ein bisschen was raus. Hat zwar jetzt ein bisschen Gold gekostet, nochmal zu skippen. Aber, ne, wir kriegen ja auch hier Ressourcen. Und das klappt hier auch schon mit drei Soldaten. Das ist auch nice. Und das klappt mit 9 Soldaten, das ist auch nice. Und dann machen wir neue Soldaten. So, lass gerade mal schauen, ob wir hier zufällig noch einen... Hier ist wieder verbuggt. Nee, passt. Wir können aber direkt hier dann anstelle dessen Edelsteine suchen. Ich kann leider nicht mehr so viel rauskloppen. Ja, ihr seht, wir haben gar nicht mehr so viele. Ich gebe die eigentlich auch nur noch aus, wenn ich mal irgendwie glücklicherweise im Zauberladen oder so was habe, was irgendwie Pilze kostet, aber eigentlich ganz nice ist. Oder halt um bei beispielsweise den Dungeons oder abends ab 23 Uhr die Abenteuer zu pushen. Das war's. Für mehr gebe ich die Pilze eigentlich nicht aus und trotzdem gehen die stark zur Neige. Ja, oh, das Bild hat sich bewegt, ich hab's genau gesehen. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Ah, hier, da, okay, I see. Das ist ja cool, wusste ich nicht. Zauberladen hat gerade nichts Gescheites drin. Der Waffenladen hat auch nichts Gescheites. Wie zu erwarten war. Okay, wir sehen aber hier schon plus 93 Rüstung. Das heißt, es geht hier langsam mal steil voran und meine Rüstung ist wirklich noch einfach kackenschlecht. Ja, das muss man dann einfach mal so akzeptieren und hinnehmen, dass dem so ist. Deswegen kann auch verständlich sein, dass da einfach ein bisschen... Wie ändert sich eigentlich mein... Okay, guck mal, da haben wir jetzt nur durch die Schuhe, nur durch mehr Rüstung, haben wir schon fast 20.000 Leben mehr. Ja? Das macht schon einiges aus. Das heißt, da wird noch ein bisschen was kommen. Was sich aber noch geändert hat, wenn ich es hier denn finde, das habe ich nämlich noch am PC gar nicht machen können, sondern das habe ich bisher nur am Handy gemacht. Das ist hier, wo ist die Hexe? Wo ist die Hexe? Zum einen mal können wir hier wieder Dreh am Rad. Können wir wieder Spintubin machen. Und wir haben irgendeine Kette bekommen. Die ist... Oh jo.
Die ist eigentlich ganz nice. Bisschen Ausdauer wieder, das ist doch mal ganz cool. Ich will aber zur Hexe. Wo ist die Hexe? Nee, Gilde, Stall, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Schwimmende Kristalle, Ehrenhalle, Arena, Festung, Abenteuer, nee. Wo haben wir das denn? Wo ist die Hexe? Wo ist die Bitch? Wo ist die Bitch, die Bitch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gerade gar nicht, wo am PC die Hexe ist. Das ist jetzt nicht so cool. Okay, Leute, das müsst ihr mir auch sagen, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich in der Zwischenzeit selbst auch rausfinden, aber weiß es bis dato noch nicht. Nee, ich weiß es echt nicht. Auf jeden Fall habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, mit Stufe 66 habe ich sozusagen die Hexe freigeschalten und da kann dann schön, je nachdem, was die braucht, Waffe, was auch immer, alles in den Hexenkessel geschmissen werden. Das geht serverübergreifend und wenn die 100% hat, kriegt man eine Schriftrolle, die man auf seine Sachen draufhauen kann. Da haben wir beispielsweise, genau hier, da kriegen wir plus 10% Gold pro Abenteuer. Weil wir hier was auf unseren Ring drauf geklatscht haben. Hier bis zu 20% Gold im Kampf. Ich schätze mal, das für Arena-Kämpfe gedacht. Hier 50% Chance, Pilze zu finden. Was irgendwie auch ganz nice ist. Und nochmal hier eine 10% Chance, Gegenstände zu finden. Ich habe mich nämlich gewundert. Ich mache Abenteuer, gucke natürlich hier nach Zeit, wie lange die gehen, wie viel Geld die bringen und wie viel Erfahrung. Will natürlich am meisten Erfahrung, aber ja. Wie dem auch sei. Und dann mache ich Abenteuer und kriege auf einmal so Gegenstände und denke, Alter, das ist doch verbuggt. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Bis ich gehofft habe, ach scheiße, ich habe ja da irgendwas draufgeknallt. Ne? Das macht ja Sinn, dass ich da was für bekomme. Von daher, ja, hatte ich ein bisschen verplant. Aber wir haben jetzt hier nur noch eine Minute. Die warten wir noch und gucken mal, was wir hier nochmal rausbekommen. Ich habe das vergessen. Und was wir danach als Abenteuer auswählen können. Und würde mich dann schon verabschieden wollen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, sorry nochmal für den Tag Verspätung. Und wir sehen uns so oder so nächste Woche Sonntag wieder bei Shakes & Fidget. Diesmal wieder pünktlich, ja, ist ja klar. War ja nur eine Ausnahme. Und ja, wie war euer Wochenende? Ja, was habt ihr vielleicht heute sogar noch gemacht? Rosenmontag, ich meine, bei dem Wetter, ne, ist da vieles flach gefallen. Vieles wortwörtlich ins Wasser gefallen. Schreibt mir einfach mal drunter, was ihr gemacht habt übers Wochenende. Welchen Fastnachtszug habt ihr gesehen? Wart ihr unterwegs oder ja, wart ihr einfach zu Hause, habt mit dem Ganzen nichts am Hut? Was war eure Verkleidung, falls ihr euch verkleidet habt? Ja, und würde mich mal interessieren. Schreibt es einfach mal drunter. Und wir sind hier jetzt fertig. Hauen hier das cholerische Monsterhäschen mal einmal an die Pfanne. Haben auch tatsächlich einen Pilz rausbekommen. Gucken gerade mal. Boah, das ist natürlich, der ist ganz nice. Nehmen wir an, ich verabschiede mich und haut rein, Leute. Macht's gut, tschüss.